Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Zaunpfahl und wir spielen heute die allererste Alpha-Version von Road Redemption. Das Spiel wurde letzten Herbst, September, Oktober auf Kickstarter finanziert, hat sein Ziel so gerade eben erreicht mit $170.000 und 160 wollten sie ursprünglich haben. Und ja, wie ihr sehen könnt, es handelt sich hier um ein Motorradrennspiel, aber nicht nur ein Motorradrennspiel, nein, man kann sich während den Rennen auch noch auf die Fresse hauen und genau das machen wir hier auch fleißig. Bams, jawohl, den haben wir. Komm, den auch, den auch. Ja. Allerdings ist das Ganze gar nicht mal so einfach und das Timing von den Schlägen muss man wirklich gut anpassen. Auch wenn mir das jetzt hier dank ein wenig Training, das ich vorab schon genossen habe, schon einigermaßen gut gelingt. Eins, zwei, na, ah. Hey, warum konnte ich da auf einmal nicht mehr lenken? Das war gemein. Bin ich von der Brücke runtergefallen. Immerhin ist meine Nitro-Leiste voll, dann kann ich den Nothing nach vorne wenigstens wieder einholen. Ja, Nitro gibt es nämlich natürlich auch, weil man weiß es nicht. Wahrscheinlich hauptsächlich tatsächlich deswegen, dass man, wenn man tatsächlich mal verprügelt wird oder irgendwie von der Strecke abkommt, auch eine Chance hat, die Gegner wieder einzuholen. Das ja, klingt sinnvoll. Genau. Ja, und genau das ist in der Alpha bislang möglich. Eine Rennstrecke, nämlich die, die ihr hier seht. Ja, wer hätte es gedacht. Und allerdings verändert sich die Strecke, beziehungsweise hauptsächlich die Gegner mit der Zeit. Ja, wie ihr seht, gerade hier sind hier Autos dazugekommen. Aua! Penner, geh weg! Ja. Wow, ich bin quasi tot. Wow. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, zum Beispiel Autos kommen dazu, die Gegner bekommen andere Waffen. Gibt davon nämlich schon eine ganze Anzahl im Spiel. Wir haben jetzt hier gerade so ein Rohr. Gibt auch noch einen Baseballschläger und eine Schaufel und einen schönen, richtig fiesen, dicken, fetten Hammer. Der müsste eigentlich auch bald mal kommen. Und ja, die machen unterschiedlich, verhalten sich auch unterschiedlich. Also vor allen Dingen in der im Schaden, den sie machen, logisch. Mit dem Hammer zum Beispiel muss man noch einmal treffen und bäm, der Gegner ist platt. Mit den meisten anderen Waffen muss man zwei oder dreimal zuhauen. Dafür ist der Hammer aber auch wesentlich langsamer als die anderen Waffen. Und man muss den Angriff schon sehr, sehr gut timen, um damit erfolgreich zu sein. Und ja, so unterscheiden die sich dann halt. Der eine haut ein bisschen schneller zu, der andere macht ein bisschen mehr Wumms und ha, da haben wir doch den Hammer sogar schon. Yes. Bams. Und den habe ich voll erwischt. Nice. Ja, den nicht. Wie gesagt, Timing ist entscheidend. Ja, auch um solchen entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen. Das sollte man tunlichst unterlassen, mit irgendwelchen Autos zusammenzuprallen. Weil in den meisten Fällen kostet das einen doch mindestens irgendwie zwei oder drei Plätze. Und auf der kurzen Strecke, die es hier hat, kann das dann schon siegentscheidend sein. Oder vielmehr, ja, eher niederlagenentscheidend, wenn man denn tatsächlich getroffen wird. Wow! Schon. Na gut. Ha! Hab dich! Nee, nee, nee! Wow. Gegenverkehr. Ha! Hätte ich zwar jetzt nicht gedacht, dass ich den treffen würde, aber cool.
Ja, und genau das macht man hier im Spiel eigentlich auch. Im Moment noch in der, wie gesagt, allerersten Alpha-Version. Die ganze Zeit. Hier durch diese Wüste im Kreis Bretan und anderen Leuten aufs Maul hauen. Macht aber schon super, super viel Laune. Auch wenn die Technik natürlich noch so ihre Kinderkrankheiten hat. Aber mein Gott, was will man in der ersten Alpha-Version noch großartig schon erwarten? Das kann ja gar kein performantes, hochpoliertes Superding sein. Nö, das ist einfach hier die Anfänge der Entwicklung. Und noch nicht sehr viel mehr als eine Machbarkeitsstudie. Wobei, ja, eine Machbarkeitsstudie würde wahrscheinlich nicht so opulent aussehen. Opulent im Sinne von Texturen und... Ah! Ausgestaltung, Strecke und so. What the? Und natürlich gibt's noch Bugs. Aber hey, allererste Alpha-Version. Wäre schon wirklich komisch, wenn da keine Bugs drin sind. Die meisten davon, würde ich auch sagen, sind halbwegs einfach zu fixen. Wo sie definitiv noch dran schrauben müssen, ist die Performance. Ich habe jetzt zwar konstante 30 Frames, was allerdings dem Alter von meinem Rechner geschuldet sein dürfte. Der Ausstattung. Aber da arbeite ich dran. Ich habe die letzten paar Wochen fleißig Hardware-Tests studiert und bin jetzt mittlerweile doch schon fast soweit, mir einen neuen Rechner zu bestellen. Werde ich wahrscheinlich irgendwann im Juni machen. Und dann gibt's auch mal ein neueres Spielchen hier auf dem Kanal. Ja. Bei den meisten aktuellen Spielen fängt mein Rechner hysterisch an zu lachen, wenn ich ihm vorschlage, dass er außer das Spiel einigermaßen flüssig zum Laufen zu bringen, auch noch ein Video aufnehmen soll. Ja, fängt er hysterisch an zu lachen und verabschiedet sich in einer kleinen, feinen Rauchwolke. Naja, gut, ganz so dramatisch ist das bisher nicht passiert, aber ja. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Mein Rechner ist alt und muss dringend ersetzt werden und genau das werde ich tun. Nicht nur, um hier mein YouTube vernünftiger machen zu können, sondern auch, um jetzt tatsächlich mal aktuelle Spiele wieder mit schönen Details und so weiter spielen zu können. Ja, aber hier zurück zu Road Redemption. Wie gesagt, ein Kickstarter-Projekt, das, wenn euch das Video hier so gut gefällt, dass ihr es auch unbedingt ausprobieren wollt, ihr euch allerdings auf der offiziellen Homepage roadredemption.com auch schon kaufen könnt. Au! Au! Drecksack! Ja, für 30, 35 Dollar gibt es denn den Alpha- und Beta-Zugang. Und für irgendwas mit 70 Dollar gibt es da noch einen Haufen Extras dazu. Also Artbook, Soundtrack und keine Ahnung was noch. Ob man das jetzt braucht, ja, kann man sich drüber streiten. Und vor allen Dingen, ob das 70 Dollar wert ist. Alter! Mich hat das Paket, beziehungsweise ich habe es auf Kickstarter unterstützt mit damals 40 Dollar und da eigentlich ein ganz nettes Paketchen für bekommen. Ja, und dank meiner Unterstützung werdet ihr mich auch irgendwo im Spiel wiederfinden können, weil das hier ist leider nur die erste Alpha-Version. Und im fertigen Spiel wird es natürlich sehr viel mehr geben als nur hier so einen kleinen Rundkurs. Wird ein Einzelspieler-Story-Modus haben, wo man als Mitglied von einer Biker-Gang gegen andere Biker-Gangs ein Rennen quer durch Amerika fährt. Oder mehrere Rennen, oder ich weiß es nicht genau. Habe ich nicht ganz kapiert, wie das funktionieren soll. Wird sich hoffentlich in den nächsten Versionen dann irgendwann mal erklären. Ja. Und wie es sich für eine Motorrad-Gang gehört, gibt es natürlich auch ein Clubhaus. Und in diesem
Clubhouse soll es dann so eine Art Mitgliederfotogalerie oder Ehrenband oder wie auch immer geben. Und wo dann die Namen von den ganzen Kickstarter-Bäckern auftauchen sollen. Ab einer gewissen Investitionssumme natürlich nur. Wer sich nur das Spiel gekauft hat, wird noch nicht verewigt. Ich glaube, man musste tatsächlich auch mindestens $30 ausgeben. Und für 15 oder 20 bekommt man dann halt nur das Spiel. Und je mehr Geld, je mehr Extras. Natürlich. Wie das bei Kickstarter halt so läuft. Fuck you. Ich werde Erster. Yes, 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 yes. Nein, Metro alle. Ja, trotzdem geschafft. Puh. Knapp. Genau. Was gibt's sonst noch über das Spiel zu sagen? Multiplayer-Modus wird auch in der fertigen Version mit drin sein. Und es wird auch Konsolen-Versionen geben. Definitiv eine Xbox 360-Version. Das war nämlich das erste Stretch-Goal, das sie bei den 170.000 noch erreicht haben. Und... Wow, what the fuck machen die Autos? Ah! Knapp. Und außerdem soll auch eine Wii U-Version kommen. Die allerdings erst nachträglich. Also später irgendwann. Genau. Das fertige Spiel ist angesetzt für November diesen Jahres. Ob die Jungs das schaffen können, ich weiß es nicht. Ich habe da noch so meine Zweifel. Andererseits, sie hatten es ursprünglich angekündigt für den Sommer. Und da der Sommer ja jetzt schon so langsam anfängt und das Spiel gerade mal erst das hier macht, weil die intern natürlich wahrscheinlich schon sehr viel weiter sind, also mehr Strecken und so, weiß ich nicht. Bin ich im Moment noch skeptisch, ob die den November-Termin werden halten können. Dass es im Sommer definitiv nichts gibt, ist logisch. Au! Penner! Nein! Ich darf weiterfahren? Wo ist denn die Strecke? da falle ich natürlich hin. Ja. Aber diese Alpha-Version hier, muss ich sagen, macht schon so viel Laune. Ich will mehr. Mehr. Mehr von Road Redemption. Basiert natürlich, dem einen oder anderen könnte es bekannt vorkommen, auf Road Rage. Ich weiß gar nicht mehr, wann die rauskamen. Der erste Teil irgendwann Anfang der 90er. Auf irgendeiner Konsole. War es auf dem Mega Drive oder was Nintendo? Ich glaube, es war Super Nintendo. Auf jeden Fall gab es auf dem Super Nintendo. Oder vielleicht auch beide. Auf dem Super Nintendo gab es es auf jeden Fall. Da habe ich es nämlich gespielt, damals, Road Rage. Und das hat mir damals auch schon... Obwohl ich natürlich noch in einem Alter war, in dem das eigentlich nicht für mich zuträglich war, andere Leute zu verprügeln. Oder... habe ich es natürlich dann trotzdem schon gespielt. Irgendwie so mit 8 oder 10 oder so. Und später dann die PC-Version auch rauf und runter gezockt. Und es macht einfach richtig, richtig Spaß. Sowohl das alte Original, das ich vielleicht auch nochmal rauskramen werde. Sofern ich es unter Windows 7 zum Laufen bringe. Als auch jetzt hier die neue Version quasi. Weil es ist ganz klein Arcade Racer. Also, ich meine, mit Simulation hat das hier nichts zu tun. Allein schon deshalb, weil hier ein Tacho und zum Beispiel fehlt. Aber auch so, wie sich die ganze Steuerung fühlt. Es steuert sich super. Gar keine Frage. Außer man wird mal wieder von einem Auto erwischt. Wow.
Das Timing von den Attacken ist immer noch knifflig, genauso wie es im alten Road Rage war und wie es auch sein sollte. Weil, ihr seht's hier, Bams, der muss erstmal ausholen und schlägt dann zu. Und das richtig hinzubekommen, braucht schon ein bisschen Übung, zumal sich auch alle Waffen unterschiedlich verhalten. Aber es macht eben auch den Reiz aus. Man will immer hier die Gegner erwischen, was nicht immer gelingt. Und ja, es macht Laune, Laune, Laune. Selbst diese primitive Alpha-Version, die noch allerhand Macken hat, aber für eine Alpha-Version und die angebliche Versionsnummer 0000001 da unten links in der Ecke, echt ein erstaunlich guter Job. Klar, was? Mal so, okay, aber mal die Negativpunkte. Was passt noch nicht? Zum einen Performance. Gerade hier im Crazy Mode mit den Autounfällen habt ihr es vielleicht schon bemerkt. Das Spiel läuft normalerweise flüssig hier bei mir auf meiner alten Kiste. 30 Frames, gar kein Ding. Aber sobald hier irgendwelche Autounfälle passieren, geht die Framerate jedes Mal runter. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie viele Autos beteiligt sind. Sollte so eigentlich nicht sein. Aber Alpha und vor allem die erste, ja, wird mit Sicherheit noch was dran geändert. Zum zweiten, die Physik als solche. Ich meine, es ist ein Arcade-Spiel, logisch. Aber dass die Autos dann so lustig es auch ist, so absurd durch die Gegend fliegen, ist dann, ja, weiß nicht. Gefällt mir nicht so wirklich. Was noch? Texturen. Fällt zwar durch die hohe Geschwindigkeit, mit der man hier meistens unterwegs ist, nicht so wirklich auf, aber die Texturqualität ist doch, ja, nicht so wirklich Stand 2014. Selbst für die Unity Engine, in der das Ganze gebaut ist. Da lässt sich definitiv mehr rausholen. Und ich hoffe, dass die Entwickler das nochmal machen werden. Und was gefällt mir noch nicht? Ja, die relative Unberechenbarkeit der Gegner. Ich fahre hier zwar gerade relativ bequem als erster lang, ich weiß nicht, wo meine Gegner sind, aber das heißt nicht, dass hier nicht jede Sekunde wieder einer ankommen kann, um mich zu überholen, obwohl ich eigentlich irgendwie 2 Minuten Vorsprung hätte. Was jetzt ausnahmsweise mal nicht passiert, aber was sieht man noch regelmäßig. Man fährt gemütlich erster Platz vor sich hin und zack, auf einmal kommt aus dem Nichts ein Gegner angeschossen. Vielleicht auch trotz Nitro-Einsatz. Ja, Nitro. Gut, bringt auf dem 8. Platz natürlich noch nicht wirklich was, aber egal. Ja. Gott ja, die Autos haben mich getroffen. Aber ich habe mich nicht auf die Fresse gelegt. Warum auch immer. Oh, Moment, sind wir schon in dem Level? Glaube ja, oder? Ja, ja. Okay, die Autos jagen mich. Witzige Idee, aber wow. Das ist spielerisch, hui. Anspruchsvoll. Vor allen Dingen, weil die Strecke so kurz ist, dass wenn man einmal auf die Fresse geflogen ist, man es schwer hat, die Gegner wieder einzuholen. Ausnahmsweise jetzt gerade mal nicht, aber bei meinen vorigen Versuchen habe ich mich doch schwer getan, die Gegner dann wieder einzuholen. Und genau, das meinte ich. Man ist Erster und auf einmal taucht dann plötzlich noch ein Gegner auf. Wenn man den eigentlich schon längst überholt hat und weit vor dem sein müsste. Ja. Die KI cheatet. Aber ja, soll sie halt. Gehört zu einem Arcade-Spiel aber auch irgendwie mit dazu, dass man ständig eine Herausforderung hat.
was mir dagegen gut gefällt. Die Stimmung im Spiel. So albern sich das anhört und... All the vehicles hate you. Okay. Noch mehr Autos. Okay, so albern sich das anhört mit der Stimmung. Der Soundtrack ist Müll. Und anscheinend direkt vom Goat Simulator geklaut. Es gibt noch nicht wirklich viel zu tun und die Wüste hier ist als Spielumgebung eigentlich auch ziemlich langweilig. Aber das insgesamte Feeling, man ist ein böser, böser Motorradfahrer, der sich mit anderen bösen Motorradfahrern kloppt und dabei auch noch einen Haufen Verkehrsunfälle verursacht. Es macht einfach immer noch genauso viel Spaß wie das Original. Also, noch nicht ganz, weil halt noch nicht fertig und so, aber ich sehe hier echt Potenzial. Das könnte ein Hit werden. Wenn die Entwickler es nicht noch versemmeln. Was ich bei deren Kommunikation so via Kickstarter und so nicht ganz ausschließen will, leider, leider. Trotzdem, ich habe hier mit der allerersten Alpha schon eine Menge Laune und werde das Spiel sicherlich auch noch auf meinem Kanal weiter verfolgen, wenn neue Versionen rauskommen. Wird wahrscheinlich nicht zu jeder Version ein Video geben, aber wenn sich immer mal wieder was Größeres getan hat, klar, warum denn nicht? Können wir dem Spiel auch mal beim Wachsen zuschauen? Ja. Und erster. Und in einen Bug gefahren. Nice. Oder auch nicht erster. Hä? Ja, Bug. Übrigens, schaut mal auf das Verkehrsschild da. Auch nett, oder? Ich könnte mir vorstellen, da ist irgendwer ein Breaking Bad Fan. Ja, aber... Road Redemption. Gut oder nicht gut? Definitiv gut. Macht schon Laune. Trotz aller technischen Mängel. Und ich werde es gerne weiterspielen. Falls ihr auch Bock habt, auf roadredemption.com könnt ihr euch ebenfalls schon in die Alpha einkaufen. Und natürlich noch mehr zum Spiel erfahren. Über das Spiel erfahren. November soll es rauskommen. Ich bin noch skeptisch, ob das klappen wird. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und ich hoffe mal, dieser kleine Einblick in die Alpha-Version hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf mehr vom Spiel. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen und sage Tschüss und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal hier beim Zaunfall.